Mad Sau. Achso, hier bin ich jetzt. Okay. Die, Mary. Das ist Mary. Ach, ist hier die Sci-Fi-Con? Entschuldigung, wohin soll's gehen? Ich gehe da rein. Ausweis oder sonstige Papiere? Oh, bitte. Was glauben Sie, wen Sie vor sich haben, Dreckchen Wookie? Wenn Sie ein Android wären, hätte ich Ihnen schon beide Arme ausgerissen, wissen Sie? Oh, sicher. Wie in dieser Serie, was? Ja, wirklich sehr clever. Was für eine Serie. Mary, ich rede hier von echtem Kino. Ich spreche von dem, was man allgemein die Saga nennt. Ich rede vom guten alten Han, der wunderschönen Leia und dem Todesstern. Ich kann einfach nicht glauben, dass Sie nicht wissen, wovon ich rede. Was? Junge, hast du dir den Kopf gestoßen oder so? Ich bin ein echt großer Science-Fiction-Fan und Track Wars hat es nie auf die große Leinwand geschafft. Track Wars? Was zur Hölle soll das sein? Hey, etwas mehr Respekt. Hier ist eine ganze Legion von Track Wars-Anhängern, die wirklich wütend würden, wenn sie das gehört hätten. Aber wovon reden Sie? Meinen Sie Captain Kirk und die USS Enterprise? Was? Ist das dein Ernst? Das Schiff heißt Millennium Enterprise und der Name des Captains ist Luke Spockwalker. Er hat das Kommando seit Lando Kirk Christensen ihm übergeben hat. Na toll. Ich habe die berühmteste Science-Fiction-Saga der Welt zerstört. Mann, das ist echt ätzend. Ich hasse diesen verfickten Ring. Der bringt nichts als Unheil. Ist der aus Harry und der Herr von Narnia? Was? Mann, ich liebe diesen Hobbit-Zauberer. Was? Die Abenteuer, die er mit dem feigen Löwen und dem Blechmann erlebt, sind klasse. Endlich etwas Gerechtigkeit. Kann ja nicht alles furchtbar sein. Also, was war jetzt mit einem Ausweis? Mal sehen, Sekunde. Ich habe eine Menge Kram in meinen Taschen. Hier, ich muss dieses Päckchen abliefern. Hier ist der Schein. Das beweist noch gar nichts. Die Adresse hast du doch sicher selbst geschrieben. Könnte sein, zugegeben, aber so war's nicht. Sie sind sehr misstrauisch, Mary. Wenn das mit uns beiden je was werden soll, müssen Sie mir schon vertrauen. Ich kenn dich nicht mal. Oh, das reicht jetzt aber. Können Sie lesen? Haben Sie das in der Schule gelernt? Dann lesen Sie das hier. Ah, du arbeitest also für Emerson Express. Okay. Sieht alles in Ordnung aus. Dann mal rein mit dir. Wurde auch Zeit. Gott, ich hätte mich schon vor Stunden einfach reinschleichen können, aber ich plaudere einfach so gern mit Ihnen. Komm schon, geh einfach rein. Alles klar, das war einfach. Irgendwie. So, im Gegensatz zu anderen Rätseln. Mel ist sogar auch da, okay. Mel, der Hotdog-Verkäufer. Super Nerd. Mortimer. Ist das ein Kostüm oder ist das... Ach, keine Ahnung. Lol, hier war ja noch einer. Okay. Ich hätte gerne den Kaffee da. Hey, Kleiner, Finger weg von meinem Kaffee. Ach, komm schon. Ich wollte nur einen kleinen Schluck. Von meinem scheiß Kaffee? Du spielst wohl. Hau ab. Okay. Hey, hey. Ah, wie kann ich helfen? Verkaufst du noch irgendwas außer Hotdogs? Nein, tut mir leid. Ich hatte auch Krabbensaft, aber der ist alle. Ah, Mist. Ach, ich weiß. Alle Arschlochkinder trinken das heutzutage und ich habe einfach keinen mehr. Ist echt eine Schande. Na dann, man sieht sich, denke ich. Denke ich auch. Okay. Ich will niemand vergiften. Okay. Super Nerd. Ich bin sicher, der Typ hält sich wirklich für den letzten Sohn Kryptons. Oh, ich rede nie mit diesen Leuten aus. Es muss unbedingt sein. Und das sehe ich nicht passieren. Wow. Der macht keine großen Worte. Oh, ich rede... Okay, deine Brechstange. Ich will die Brechstange haben. Mortimer. Ohne Witz, ich glaube, das ist Mortimer. Bücher. Die ganzen Bücher interessieren mich nicht. Nimm mal trotzdem mit. Die ganzen Bücher interessieren mich nicht. Nicht. Ich glaub's nicht. Bist du das, Morty? Ist das ein Kostüm oder siehst du einfach so aus? Bezahlst du eigentlich irgendwann mal deinen Teil der Miete? Ja.
Ich weiß, Morty, du liebst teures Spielzeug. Immerhin unterschreibe ich ja jedes Paket, das du bekommst. Also zwing mich nicht, drastische Maßnahmen zu ergreifen. Das, was du sagst, klingt logisch. Verdammt! Der Bastard ist einfach zu schlagfertig. Ja, schön zu sehen, dass du mal unter deine Leute kommst. Wo geht's hier zu den Toiletten? Ich glaube, man kann alles auswählen, oder? Ja, schön zu sehen, dass du mal unter deine Leute kommst. Hat keinen Sinn. Man kann doch nicht alles sagen. Oh Mann. Anti-Establishment-Nerd. Irrer Nerd, stilvoller Nerd. Alles Nerds. Metzger Raffel. Schild. Das Zeug ist sein Gewicht in Gold wert. Einfach mitnehmen. Das ist so viel Zeug. Wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Okay. Guten Morgen. Was gibt's? Suchst du was Bestimmtes? Nicht wirklich. Dann hör auf, meine Zeit zu verschwenden, Kleiner. Als wenn sich mit dieser Freakshow rumärgern nicht schon genug wäre. Bin auch kein großer Fan der Szene. Du bist noch dick im Geschäft und suchst nach interessanten Sachen. Hätte nie gedacht, dich hier zu sehen. Du bist also noch dick im Geschäft und suchst nach interessanten Sachen? Klar doch. Aber heute bin ich nur für das Geek-Zeugs hier. Weißt schon, Shirts, Comics, Miniaturen, Actionfiguren und aller Kram. Immer also, Shirts. Hast du kein Interesse an einem Teleskop-Entenbügel? Mit diesem Baby ist nichts mehr außerhalb deiner Reichweite. Ich hatte gerade ein Déjà-vu. Und nein, kein Interesse. Heute geht es nur um Merchandise. Ja, ich bin auch kein großer Fan der Szene. Warum bist du dann hier? Arbeit. Willkommen im Club. Was muss, das muss und so. Bla, bla. Ja, außer ich hab einen Kater. Dann steht Ausschlafen ganz oben auf meiner Liste. Aber heute muss ich hier sein. Geht um Leben und Tod. Mir war einfach nur langweilig. Hätte nie gedacht, dich hier zu sehen. Glaub mir, ich auch nicht. Aber mein Schwager hat gesagt, es wäre eine gute Gelegenheit, meinen Horizont zu erweitern. Neue Kontakte knüpfen, kennst du das ja. Mir war langweilig, also bin ich hergekommen. Aber alles, was ich hier sehe, ist eine Bande Nerds, die nichts kaufen oder verkaufen. Ja, ihre Mütter haben ihnen wahrscheinlich gerade genug Taschengeld für ein oder zwei Actionfiguren gegeben. Da musst du wohl mit klarkommen. Ja, ich verstehe das schon. Aber ich hoffe, die Leute kaufen bald irgendwas. Es wird spät und ich fange an, die Geduld zu verlieren und das macht mich nervös. Und wenn ich nervös werde, fange ich an, Mercury-Cola zu trinken. Und wenn ich Mercury-Cola trinke, passieren Dinge. Schlimme Dinge. Ich hoffe, ich bin noch da, wenn das passiert. Tja, dann, ich werde mal weiter. Gut für dich. Alles klar, wir haben doch hier T-Shirts für ihn. Sowas will doch keiner. Oh, dann nicht. Oh, ein richtig harter Kerl, jawohl. Oh, ich... Okay. Was hat Travis mit Sci-Fi zu tun? Oh, ich... Kuchen. Mir ist gerade nicht nach Schokolade. Was? Ich bin sicher, der schläft sogar in dem Aufzug. Ein massiver Metallriese. Er ist wirklich groß. Ja, klar. Wäre witzig, wenn er den einfach so einstecken könnte. In eine Hosentasche oder so, ne? Bist du gerade durch den Tisch gelaufen, Randall? Hey, Randall, komm mal her. Was treibt dich denn her? Sollte ich dich nicht umlegen, wenn ich dich je auf einer dieser Conventions sehe? Nein, das war Matt und der ist schon tot. Also, was ist mit deinem Finger passiert? Tja, das war ein kleiner Unfall. Hast du ihn dir abgeschnitten? In etwa, ja. Aber der Doc hat ihn wieder angenäht bekommen. Ach Mann, das war deine Chance, mal den Roboterfinger zu tragen, den Matt dir zum Geburtstag geschenkt hat. Zunächst mal, das war nicht mein Geburtstag, sondern die Beerdigung meines Cousins. Zweitens, er hat ihn mir nicht geschenkt, er hat ihn mir an den Kopf geworfen, als ich die Grabrede gehalten habe. Und drittens, das war kein Roboterfinger, sondern ein Chicken Stick. Oh, echt? Tut mir leid, mein Gedächtnis ist nicht mehr das, was es mal war. Tja, wie geht's? Naja, hab nicht viel verkauft. Aber die Atmosphäre ist gut. Ja, man kann kaum einen Meter gehen. Überall heiße Schnecken. Ja, ich weiß, es sind nicht viele Mädchen da, aber wenn sich doch mal einer an meinen Stand verirrt, habe ich einen kleinen Trick, um ihr die Knie weich zu machen. Oh Gott. Große Worte. Glaubst du wirklich? Heilige Scheiße, großer Gott. Glaubst du wirklich, damit kriegst du eine rum? Natürlich.
Ich habe sie aus einer Legierung gefertigt, die ich Adamantium genannt habe. Oh, der Name ist also von dir, ja? Mann, da ist die Inspiration ja so richtig mit dir durchgegangen. Yep, ich weiß nicht warum, es überkam mich einfach. Tja, dann, wenn das der Plan ist, schrei doch einfach zerstören, wenn du sie ausfährst. Sichere Sache. Hey, das gefällt mir. Was? Wie viel für den hässlichen Ring? Mehr, als du dir leisten kannst. Das weißt du gar nicht. Randall, ich kenne dich sehr gut. Und glaub mir, der Ring ist weit über deiner Kragenweite. Ich könnte dasselbe über dich und die Schauspielerin von Super Zuckerschnecke sagen. Tiefschlag, Alter, Tiefschlag. Weiß ich, aber egal. Ich bin nicht hier, um über deine Gefühle zu reden. Ich bin geschäftlich hier, also raus damit. Wie viel für den blöden Ring? Eine Menge, Randall. Wir reden hier von einer astronomischen Summe. So groß, dass du nicht mal... Oh, entschuldige, Charlie. Was sagtest du? Wie viel hast du da? Ganz ehrlich? Keine Ahnung. Hab mit zu viel Geld angefangen. Jetzt ist es vielleicht ein bisschen weniger, aber ich gebe dir das ganze Bündel für den Ring. So einfach ist das nicht. Dieser Ring ist vielleicht der wertvollste Gegenstand der ganzen Convention. Ich kann ihn nicht einfach dem erstbesten Typen geben, der mit einem Bündel Geld rumwedelt. Oh, Charlie, bitte, ich flehe dich an und du weißt, wie sehr ich flehen hasse. Ich muss diesen Ring kaufen. Das ist sehr wichtig. Ach, armer Randall, du benimmst dich ja, als wenn sonst die Welt untergeht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du kannst losgehen und noch mehr Kohle auftreiben, oder? Mich überraschen. Ah, ich könnte dich auf so viele Arten überraschen, aber dann würden die Leute die Cops rufen. Außerdem, wo soll ich denn noch mehr Geld herbekommen? Ich weiß, ich benutze den Namen manchmal, aber ich bin nicht Donald Trump. Es gibt viele Wege, schnell an Geld zu kommen, Randall. Du kannst auf den Strich gehen, was klauen, deinen Körper für medizinische Experimente anbieten. Mach, was du willst. Sieh mal, wir kennen uns nun schon seit Jahren und auch wenn ich dich nie als Freund betrachtet habe, ich würde dir den Ring gerne überlassen. Es ist offensichtlich, dass du verzweifelt bist, auch wenn ich nicht ganz verstehe, warum. Ich verstehe ja selber nicht, warum ich das alles mache. Ist ein schmutziger Job, aber irgendwer muss ihn ja machen. Pass auf, wir machen das so. Besorg mir Geld und der Ring gehört dir. Ich verspreche, ich werde ihn nicht verkaufen, bis du mehr Asche aufgetrieben hast. Wenn du bis Sonnenuntergang nicht hier bist und ich ein gutes Angebot bekomme, muss ich ihn verkaufen. Deal? Deal. Warte einfach hier. Ich besorg mehr Geld und wenn ich dafür Nonnen ausrauben muss. Ich hab dich letzte Nacht im Claytons gesehen. Oh, ja. Naja. Ich war da, meine Sorgen ertränken. Was ist los? Hast du rausgefunden, dass deine Internetfreundin ein Kerl ist? Nein, Alter. Wonder Comics hat Captain Red abgesetzt. Echt? Warum das? Hat sich nicht so gut verkauft in letzter Zeit. Naja, das ist halt so nach über 35 Jahren auf dem Markt. Nein, er ist der größte Comic-Superheld aller Zeiten. Ich bin mit ihm aufgewachsen. Er war immer für mich da, wenn es mir schlecht ging. Außerdem, jetzt wo Super Zuckerschnecke sein Sidekick ist, machen sie grandiose Team-Ups. Okay, Charlie, jetzt mach dich nicht nass. Ich versteh's. Die Welt braucht einen Captain Red. Ja. Wie hat er nochmal seine Superkräfte bekommen? Oh, das ist eine faszinierende Geschichte. Sein Name war Tim Willer. Er war ein normaler Junge, der Paintball liebte. Er war nicht besonders gut und hatte keine vernünftige Ausrüstung, aber er hat nie aufgegeben. Also war er ein Loser. Er war nicht so begabt wie der Rest, etwas schwach für sein Alter. Und er hatte immer einen gelben Trainingsanzug an, statt Tarnklamotten. Klar, dass sich die anderen über ihn lustig gemacht haben. Eines Tages, als er genug davon hatte, ständig nur verarscht zu werden, entschloss er sich, die Kapitänsuniform seines Vaters zu tragen. Unglücklicherweise entging ihm, dass es eine Paradeuniform war mit Hut, Abzeichen und so. Oh mein Gott, was für ein großer, fetter Loser. Das Match fand in einem verlassenen Industriepark statt, aus dem man einen Umschlagplatz für radioaktiven Abfall gemacht hatte. Oh. Angespornt durch die Uniform trat Tim Willer in den Kampf voller Adrenalin, doch noch immer vergebens. Sie lachten ihn noch schlimmer aus als je zuvor. Tim war drauf und dran, mit gleicher Münze zu antworten, aber bevor er etwas sagen konnte, prasselte ein Hagelsturm von Kugeln auf ihn ein. Nach und nach färbte sich seine Uniform rot, von unten bis oben. Nur sein Hut blieb verschont, denn der erste Paintball riss ihn von seinem Kopf. Während er beschossen wurde, stellte er mit Bedauern fest, dass selbst seine eigenen Kameraden auf ihn angelegt hatten. Als es endlich aufhörte und alle Tim umringten, während er sich unter Schmerzen wand, setzten sie ihm seinen Hut wieder auf, noch immer gnadenlos lachend.
Dann packten sie ihn und stopften ihn in ein altes Fass für radioaktiven Müll, das sie prompt einen Hügel hinunterwarfen. Was sie nicht erwarteten, war, dass das Fass explodierte und den ultimativen Rächer hervorbrachte. Einen Rächer, der nun bereit war, die Scheiße aus ihnen rauszuprügeln. Unglaublich. Der junge Tim Willer existierte nicht mehr. Captain Red wurde geboren. Mit seinen übermenschlichen Kräften, seiner nun radioaktiven Paintball-Knarre und dazu verdammt die Uniform bis in alle Ewigkeit zu tragen, beschützte er seitdem die Gerechten und bestrafte die Grausamen. Wobei er manchmal etwas über die Stränge schlug. Cool. Kann ich mir den Comic mal ausleihen? Captain Red Ausgabe 1? Keine Chance. Ich bewahre es in einem geheimen Tresor auf. Alles klar. Der soll der Freund von Super Zuckerschnecke sein? Niemals. Naja, sie arbeiten zusammen. Was für ein Loser. Wie alt ist Super Zuckerschnecke eigentlich mittlerweile? Ist das wichtig? Ja, also ich bin mir gerade nicht mal sicher, ob sie noch in ihren 40ern ist. Deine Meinung. In dem Unterwäschekatalog von 1972 wird Super Zuckerschnecke als Frau ihrer Zeit beschrieben. Und um ehrlich zu sein, wenn man sich auf den Stil konzentriert, sieht man das auch. Trotzdem, selbst du kannst nicht leugnen, dass sie immer noch total heiß aussieht. Ja, das stimmt schon, aber das liegt vielleicht daran, dass sie eine Zeichnung ist. Was meinst du damit? Super Zuckerschnecke hat immer noch Oberwasser, aber Captain Red... Was genau ist das Problem mit Captain Red? Naja, wie gesagt, mit ihm wird einfach nicht mehr so viel Geld gemacht wie früher. Ja, aber das ist doch normal. Zeit vergeht und die Leute haben es satt, dasselbe immer und immer wieder zu sehen. Das soll normal sein? Captain Red ist auf seinem Zenit. Er ist in einer beinahe festen Beziehung mit Super Zuckerschnecke und sein Erzfeind Moose Man ist fast besiegt. Für immer. Moose Man. Moose Man? Du meinst den Typen, der Schokomus aus seinen Händen schießt? Meine Fresse, Charlie. Sogar seine Feinde sind lahm. Hey, ganz vorsichtig. Das ist meine Lieblingssaga, von der du da redest. Wähle deine Worte weise und denk an meine ausfahrbaren Klauen. Oha, ja. Würde die nie vergessen. Alles klar. Hier gibt's ein paar echte Raritäten, aber die interessieren mich nicht mehr. Ich hab jetzt ein echtes Leben. Okay. Eier? Alien-Eier. Hoffe, die sind nur Deko. Die nehme ich nicht mit. Könnte gefährlich sein. Okay. Eine Latrine. Noch was sonst? Glaub nicht, ne? Ist hier ein Notausgangsschild. Kann ich das mitnehmen? Ich nehme da... Okay. Die würde ich erst benutzen, wenn es wirklich gar nicht mehr anders geht. Da sind sicher ganz tolle Sachen drin. Aber ich will es nicht riskieren. Okay. Space Nerd. Was stimmt bloß mit diesen Leuten nicht? Oh, hey. Gar nicht gegen den antreten? Vergiss es! Was? Oh, ich dachte, ich kann jetzt einen übel geilen Fight oder so machen. Oh, wäre das cool. Oh nein. Geht nicht. Okay, Ich muss die T-Shirts verkaufen. Sowas will doch... Doch, klar. Hey Gordon, willst du dich nicht für immer an den Tag erinnern, an dem du hergekommen bist und dich zum Idioten gemacht hast? Wenn ja, brauchst du dringend eins von diesen Shirts. Was, du magst sie nicht? Komm schon, die sind echt lustig. Okay, verstehe schon. Dr. Freeman spricht nicht. Was? Nein, nein, ich war nur in Gedanken. Oh, worüber hast du denn nachgedacht? Ich habe versucht, die ungefähre Anzahl der Leute zu berechnen, die die Scheiße aus mir rausprügeln würden, wenn ich jemals so ein Shirt anhätte. Ich fürchte, das Risiko wäre es nicht wert. Echt? Du gehst doch mit diesem Kostüm schon ein hohes Grundrisiko ein. Ja, so ist das halt. Aber mit dem Shirt benutzen sie dann vielleicht auch Messer. Das Risiko gehe ich nicht ein. Hm, macht Sinn. Ah. Kann ich da... Da schreibe ich nichts. Das muss ich... Echt? Es gibt... Das macht lieber nicht. Das macht keinen Sinn. Das macht... Ups, nein. Das wird nicht... Das macht... Komm schon, irgendwas. Irgendwas muss funktionieren. Nein, ups. Ach, wir versuchen es einfach bei anderen.